Hui, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Majora's Mask. Vor dem Spinnenhaus im Sumpf mit der lustigen Libelle stirbt. Finden wir uns, ich bin da schon mal hingelaufen. Hab euch den Weg erspart mit ansehen zu müssen. Und ein lustiges Netz blockiert hier den Weg, dass wir einfach mal fix und geschwind wegbrennen. Interessiert uns nicht großartig, was steht hier Schönes drauf, wollen wir auch nicht wissen. Wir gehen rein. We're going in. Ein Hund. Hier haben wir übrigens an der... Ich will dich nicht mitnehmen, geh weg. Eine Karte des Komplexes haben wir hier an der Wand. Zufälligerweise, aber die bringt uns nicht viel. Das Vieh hier kennen wir schon aus Ocarina of Time. Ah, hilf mir, ich bin kein Monster. Der Fluch der Spinnen, ich wurde verwandelt. Ich flehe dich an. Hier drinnen finde sie alle, die goldenen. Die verfluchten Spinnen, besiege sie. Vergiss nicht, das Skulltula-Symbol, welches den Geist der besiegten Spinne enthält, mit dir zu nehmen. Nimm den Fluch von mir, ich werde mich erkenntlich zeigen. Beeile dich. Das werden wir tun. Hinein. Das Haus hier ist nicht ganz so groß, aber die Spinnen, obwohl es ist, glaube ich, sogar ein bisschen größer, aber die Spinnen sind ziemlich gut versteckt teilweise. Und genau hierfür brauchten wir nämlich die... beiden Käfer. Jetzt gucken wir uns hier so ein bisschen um. Wo wir offensichtliche Spinnen entdecken können. Unten sehe ich zum Beispiel eine, die meinem Fanghaken entkommen will. Aber das schafft sie nicht. Erwischt. Nummer 1. Hier sind es ebenfalls 30 Stück. Ach ja, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe was vergessen. Ich brauche nämlich auch Wundererbsen. Zwei Stück. Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich brauche Wundererbsis. Sümpfe. Wir kaufen die nämlich schnell wieder vorne bei dem Händler. Würde ich sagen. Die sind ja... wieder resettet in ihre eigentlichen Deko-Blumenlöcher. Die Händler, die wir im letzten Dreitagesablauf schön mit Grundstücken versorgt haben, wo sie gerne ihre Läden aufmachen wollten. Aber durch Zeitzeugstern sind die wieder hier. Das heißt, er verkauft uns hier wieder Wundererbsen. Für 10 Rubine das Stück. Hi. Ja, Wundererbse, danke. Wir nehmen mal 3 Stück am besten gleich mit. Zur Vorsicht, besser ist besser. Bevor uns nachher eine fehlt, wenn wir wieder rausgehen müssen. Wir haben die Rubine ja sowieso dabei. Von daher macht das nicht viel aus, ob wir jetzt 2 oder 3 kaufen. So arm sind wir noch nicht. Und rollen dann wieder hindurch. Und können wieder hineingehen. So. Wo ist denn mein Fanghaken? Da. Und Feuerfreude nehmen wir mal noch mit. Kann man nie genug haben. Ah, der Hund greift uns natürlich an, weil wir ein Deko sind. War klar. So, wir haben die eine Skulptur noch. Ja, wunderschön. Dann schauen wir uns doch mal jetzt mal ein bisschen genauer um. Ob vielleicht hier im Krug was drin ist. Ah, ja, da war einer. So. Da ist bestimmt was drin. Die können wir erreichen, indem wir Käfer da reinschicken. Ja, auf jeden Fall. Das hört man schon. Schicken wir da mal Käferchen hinein. Die krabbeln nämlich dann die Wand hoch und besiegen darin die Skulptura für uns. Ja, hat funktioniert. Einer müsste auf jeden Fall hochgehen. Ja. 2 sogar. 3 sogar. Wow. Okay, sie besiegen sie nicht, sie schicken sie nur für uns raus. Ist ja auch nett von denen. So. Ich denke mal, das gleiche haben wir hier hinten auch nochmal.
Aber erstmal. Na, bleib hier! Du bist doch ein Drecksvieh. Bleib stehen! Danke. Ja, da sind auch noch welche drin. Käfer. Los, meine Käferchen. Besieg den Feind. Wir werden sicher auch noch neue Käfer hier drin finden, denn ich glaube, das waren nicht die letzten, die wir mit Käfern finden sollten. So, hier sind aber noch welche, aber ich glaube, die sind oben, schätze ich mal. Denn dieser Raum hat auch ein Obergeschoss. Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Wir nehmen mal was mit, wir brauchen ja auch... Wir haben ja genug leere Flaschen. Und wenn wir schon zwei Deku... zwei Dinger brauchten, zwei, Wundererbsen, dann nehmen wir auch gleich mal zweimal Quellwasser mit. Kann man ja nie genug haben. So. Aber hier ist immer noch eine Skulptur. Aber wo? Da. Ah, erwischt. Ich wollte gerade nochmal einen Schritt zurückgehen und den Schuss eigentlich abbrechen, aber hat ja funktioniert. Erwischen wir die? Ja. Sehr gut. Okay. Ah, da ist die letzte. In dem Raum. Zumindest vorerst. Gehen wir mal zuerst durch die Tür. Hier schläft ein Deku-Mensch. Den wecken wir auf, indem wir für ihn die Sonate des Erwachens spielen. Denn er schläft ja. Was ist mit diesem Deku-Kerl los? Er schläft, der faule Sack. Ja. Nee, Ja, da ist sie. Und tschüss. Wieder mal 5 Umwege gelaufen. So, ab mit der Maske. Diese Pflanzen kann man nur mit dem Schwert kaputt machen, nicht anders. Man kann da sogar Feuerfalle gegen schießen. Bomben, dieses Gras wird nicht zerstört. Das hatte nämlich Luxlike Link in seinem Let's Play gemacht. Er hatte diesen dieses Skulpturhaus dann eingeschoben, als er sein Schwert zum Schmieden im Goronendorf hatte und hatte dann halt Probleme, hier dieses Skulpturhaus zu erreichen und musste das dann nachher nochmal machen, weil er an die eine halt nicht rankam. Das war ziemlich lustig. Ich glaube, das passiert einem auch nur einmal und danach nie wieder. Das war eigentlich jetzt Blödsinn. Vielleicht erstmal die hier unten alle aus den Krügen rausholen. Na komm. Okay, da sind keine drin. Da ist noch eine. Da noch eine. Nö. Jetzt dann gehen wir hier hoch. Und Angriff. Ich glaube hier. Können wir das Ding überhaupt hochheben als Deku? Nee, können wir nicht. Ich glaube, da sind nochmal Käfer drunter. Wir nehmen nochmal welche mit. Einfach nur zur Vorsicht. Komm her. So, einmal noch. Besser zu viel als zu wenig Käfer. So, 2 Stück, alles gut. Fanghaken und Pfeile und schön. Ich glaube, wir haben ja auch alle. Ah, nee, stopp. Aber keinen drin. Dann möchte ich bitte auch keine Videoanimation haben jedes Mal.
Da ist eine. Ja, da ist schon noch eine drin. Nee, oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, ah, die Biene kommt, glaube ich, auf uns zu. So, okay. Wir holen die mal schnell hier hoch. Ja. Schüsschen. Danke. Und den da. So, perfekt. Guck mal kurz hier außen, welcher Raum das ist. Ah ja. Okay. Die Hälfte haben wir geschafft. Wir sind aber noch mehr. Ja, direkt unten in der Mitte des Raumes. Du bist richtig gut versteckt, du Vieh. So. Gucken wir mal kurz hier rein, was hier so schönes drin ist. Ah ja. Hier sind nämlich sogar ganz schön viele versteckt. Teilweise hier im Gras. Da war einer. Na komm. Da war noch einer. So. Gucken wir mal, wie es hier aussieht, wenn wir den Baum anrempeln. Sagte, wenn wir den Baum anrempeln. Ich sagte, wenn wir den Baum anrempeln. Hier geht ganz bestimmt. Komm her. Wo ist denn die? Da. Direkt vor uns. Das alle gewesen? Oder haben wir hier oben in den Bienennestern noch mehr drin? Ne, eine ist noch da. Das hört man schon. Na? Da hinten ist er. Danke. War eine Biene drin, oder? Ja. Gut, aber ich glaube, wir haben hier drin alle gefunden. Fehlen noch 6 Stück. Gucken wir mal da vorne, in den Kisten. Aber ich glaube nicht, dass hier welche drin sind, das wird man schon hören. Ich schätze mal, wir haben hier auch alle gefunden. Ja. Wofür ist denn der Schalter da hinten da? Lässt da eine Leiter entstehen oder so? Ja. Okay, das ist einfach nur eine Abkürzung hier hoch. Oder überhaupt ein Weg hier hoch. Gut, dann gehen wir mal zurück in den Raum hier. Und betreten mal. Hier war doch eben auch eine Tür, oder? Ja, da ist eine Tür. Nee, wir machen das anders. Wir machen das ganz, ganz anders. Wir gehen nochmal zurück in den ersten Raum, in dem wir waren. Und gehen den Ausgang nach ganz oben. Wo ist denn meine Dekomaske? Dort ist sie. Aufgesetzt. Eingebohrt. So. Und dann ab die Post. Damit müssten wir auf die oberste Etage gelangen. Genau, hier. So, hier brauchen wir wieder Käfer. Bup, 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 bup.
Käfer, so. Krabbelt und sabbelt und siegt nebenbei noch. Schön. Nummer 25. Laufen wir einmal außen rum. Oh, es gibt gar nicht. Schade. Ich frage mich nur, wofür wir hier überhaupt die Wundererbsen brauchten, aber vielleicht kommt das ja noch. Aber hier haben wir auch alles. Ne, hier krabbelt auch nichts mehr. Haben wir den letzten Raum also noch? Genau. Und da sehe ich sogar sofort schon welche. Wir nehmen einmal die mit. Und die da. Und die dort. 28. Es krabbelt ja auf jeden Fall noch, das hört man schon. Ich denke, meine Kisten unten sind noch welche. Ja, hier ist nichts mehr. Ich springe mal runter und gucke mal, was auf dem Stein hier drauf steht. Wenn man das so angucken kann, aber... Ne, sieht nicht so aus. So, hier ist schon einer drin. Nein. Aber hier... Ja. Na komm. Nein, Link. Das hast du falsch verstanden. Hier krabbelt aber nichts mehr. Ja, letztes ist dann hier drin wahrscheinlich. Ja. Autsch. Und da haben wir alle. Der Fluch ist gewichen. Sehr schön. Ich glaube, ein Herzteil gab es hier drin gar nicht. Ich gucke mal nochmal kurz auf das Kärtchen. Nein. Dann können wir nämlich wieder rausgehen. So. Hallo, mein Lieber. Ich bin befreit. Ich dachte schon, mein Ende wäre gekommen. Vor einiger Zeit hat mir jemand diese Maske gegeben. Er meinte, ich könnte damit reich werden. Er sagte, die Anweisungen seien hier irgendwo niedergeschrieben, aber als ich danach suchte, wurde der Fluch auf mich gelegt. Hätte ich geahnt, dass ein derartiges Mysterium auf mich wartet, hätte ich sie niemals angenommen. Nimm sie, sie ist dahin. Genau, die Maske der Wahrheit. Die kennen wir auch noch aus OOT. Du kennst diese Maske aus den Erzählungen der Shika, egal. Trägst du diese Maske, offenbaren sich dir die Geheimnisse der Mythensteine und die Gedanken der Tiere. Ich habe genug. Sobald ich mich besser fühle, gehe ich nach Hause. Mach das, besser ist das. Wir können ihn gleich mal ausprobieren, denn hier läuft zufälligerweise ein Hund durch die Gegend. Wenn wir den nämlich jetzt hochheben, spricht er mit uns. Wurf, blödes Herrchen, seine Augen sind stets voller Geiz und Gier. Tja, so ist er halt. Und mit dieser Maske können wir nämlich ein Herzteil bekommen auf Mama Mujans Rennbahn. Allerdings noch nicht jetzt, denn die ist ja erst am dritten Tage wieder offen. Also wir könnten auch schon jetzt hin. Allerdings, ja, lohnt sich das für jetzt noch nicht wirklich, da wir dafür wieder ein Pulverfass kaufen müssten. Und am dritten Tag ist sie eh offen und wir wollten ja eigentlich im nächsten Part den schönen Felsenturmtempel betreten. Und ich glaube, das werden wir auch direkt mal tun. Wir porten uns da mal hin. Zum Felsenturm. Da ist er. So. Ich brauche mal eine Ocarina und ich brauche... Das und das. Denn wir müssen, um die Steine zum Tempel überhaupt freiräumen zu können, hier wieder mit der Elegie rumspielen. Aber, liebe Leute, das machen wir im nächsten Part. Dann geht es weiter mit dem vierten und letzten Dungeon zum Felsenturm-Tempel hierüber. Ganz hoch im Felsenturm am Rande des Himmels. Bis dahin und wer greift mich an? Okay. Und ciao.